Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Stanley Bundle von Entertainment. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Stanley von Entertainment, das Ganze am 18. Dezember erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl! Es sollte ursprünglich eine Box werden, ist aber schlussendlich dann ein Bundle geworden. Das dritte Album von Entertainment mit dem Namen Stanley. Wir haben hier ein Bundle bestehend aus dem Album an sich. In dieser Hülle ist dann auch noch eine Bonus-CD mit dabei. Die dann nennt sich Gedichte aus der Unterwelt. Passend dazu haben wir dann hier auch noch ein Textheft dabei. Entertainments Gedichte aus der Unterwelt. Dann haben wir ein Poster, das ist hier zusammengerollt, Sticker, zwei verschiedene Motive, insgesamt glaube ich sogar 20 Stück und dann haben wir auch noch ein Shirt mit dabei. Jawohl, das sind die Inhalte. Ich würde sagen, wir starten als erstes mal die zwei Sachen, die sich in Folie befinden, zu befreien. Das ist einmal das Shirt und zum anderen das Album. Holen wir beides mal raus. So. Wunderbar. So, und dann kann es auch schon losgehen. Shirt machen wir nochmal zur Seite derweil. Also. Das ist das Album an sich. Stanley kommt hier, wie man es von der Ente gewohnt ist, in Schwarz und Gelb. Hier rechts die Ente abgebildet, zumindest ja die Schatten, die Silhouette. Dann lesen wir hier Entertainment Stanley. Das Ganze kommt in einem regulären Jewelcase. Entertainment Stanley hier auch auf der Seite. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 14 Tracks an der Zahl. Alles Solo-Tracks. Verbraucherhinweis auf Englisch. Die Beteiligten. Und dann haben wir hier noch die Ente sitzend auf diversen Kisten oder Würfeln, die auch hier wieder Stanley beschriftet wurden. Und ansonsten, Barcode ist keiner drauf, denn das Album gibt es regulär nicht zu kaufen, wirklich nur in Verbindung mit dem Bundle. So, die Seite hier ist auch beschriftet. Dann schauen wir mal rein. Als erstes werfen wir einen Blick ins Booklet. So. Auch das Booklet hier in Schwarz und Gelb. Wir haben hier die Infos zu den einzelnen Tracks. Also jeder einzelne Track hier im Detail erklärt, wer hier mitgewirkt hat, wer hier produziert hat, gemixt hat, gemastert hat. All das kann man hier dem Booklet entnehmen. Wunderbar. Dann hier Doppelseite, die Ente mit der Axt. Weitere Tracks. Und da gibt es noch weitere Credits. Ja, also klassisches Booklet, die wichtigsten Infos sind drin, ein paar Fotos sind auch noch mit dabei. Dann haben wir die CD, das ist die Album-CD und da gab es ja, das hatte Entertainment schon angekündigt, einen kleinen Fehler, denn das ist das reguläre Album, ist allerdings hier falsch beschriftet worden. Also hier lesen wir Gedichte aus der Unterwelt, das ist die Bonus-CD und auf der Rückseite haben wir dann Gedichte aus der Unterwelt, allerdings hier mit Stanley-Beschriftung. Also die Inhalte sind eben genau falsch rum, beziehungsweise die Beschriftung der CD wurde genau falsch rum gemacht. Hier hinten ist dann natürlich die Bonus-CD und das hier vorne, trotz falscher Beschriftung, das reguläre Album. Hier nochmal ein Bild, Spritzen, Pillen und wieder diese Würfel. Auf dieser Bonus-CD, Gedichte aus der Unterwelt, haben wir zusätzlich zu den 14 Tracks des Albums, zu diesen hier, haben wir noch weitere Tracks. Ich glaube, es sind nochmal 10 extra. Und zwar werden die uns hier auch nochmal in diesem kleinen Heftchen hinhergebracht. Gedichte aus der Unterwelt. Dann das Logo von Drill Fingers. Genau, hier geht's los. Jeder einzelne Track hier auch nochmal lyrisch erfasst. Also Wort für Wort hier abgetippt. Das ist bei den regulären Album-Tracks ja leider nicht der Fall, im Booklet gewesen. Aber hier bei der Bonus-CD dabei.
Und das sind 10 Tracks nochmal oben drauf. Also, dann insgesamt eben 24 Stück. So sieht das aus. Auch hier wieder alles in schwarz und gelb. So, dann haben wir Sticker mit dabei. Es sind jede Menge, dafür recht klein. Also so quadratisch in schwarz-gelb natürlich. Wir haben hier 10-mal den Sticker hier mit dem Drill Fingers Logo und 10-mal hier das Logo zum Album und den Schriftzug. Also insgesamt 20 Sticker hier mit dabei, allesamt quadratisch und in schwarz-gelb. Dann kommen wir als nächstes zum Poster. Das wurde hier zusammengerollt. Das ist auf jeden Fall mal gut, denn dann gibt es keine Knicke oder Faltlinien. So, was haben wir hier? Wir haben hier natürlich den Interpreten. Hier oben lesen wir wieder Drill Fingers. Und dann haben wir hier die Ente in einem alten Reebok-Oberteil. So sieht das aus. Ja, also wenn man es dann entsprechend geglättet hat, dann kann man sich das wunderbar aufhängen. Poster im Hochformat, ohne Knicke oder Faltlinien. Und als letzten Inhalt dieses Bundles haben wir dann noch mit dabei ein Shirt. Das schauen wir uns auch gleich noch an. So, also natürlich wie zu erwarten auch hier wieder die bewährte Farbkombination in Schwarz und Gelb. Hier im Brustbereich, also auf der linken Brust, haben wir hier wieder das Artwork, das wir auch schon auf dem Sticker hatten. Ansonsten alles hier in Schwarz. Und auf der Rückseite sieht das Ganze dann so aus. Also hier auch wieder alles in Schwarz. Ja, bei diesem Shirt haben wir es zu tun mit einem Gildan Softstyle Ringspun in der Größe L. Das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Die Größe des Shirts konnte man sich meines Wissens nicht auswählen. Also die war Standard in allen Bundles. Die Größe in diesem Fall eben L. Und wir schauen uns das Ganze nochmal kurz an, wie das getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit dem gelben Aufdruck hier auf der linken Brust. Der Schriftzug Entertainment Stanley und darüber dann eben der gelbe Aufdruck der Ente. Ansonsten komplett in Schwarz gehalten. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt hier in der Größe L. Dann haben wir die Sticker. Wie gesagt, 2 Motive hier quadratisch in Schwarz-Gelb, jeweils 10 Stück davon. Dann das Textheft zur Bonus-CD Gedichte aus der Unterwelt. Das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Und natürlich das Album an sich. Stanley hier im Jewelcase mit der Bonus-CD Gedichte aus der Unterwelt. Nochmals 10 Tracks, also insgesamt 24 Stück. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle Stanley von Entertainment. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Entertainment unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf, ciao!